Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 2. Juni 2024, 20.58 Uhr hier auf Isla Nuk. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Oh, hat jemand einen Film gestern im Fernsehen gesehen? Den, der die ganze Zeit wiederholt wird. Ich habe ihn so oft gesehen und bin trotzdem jedes Mal total überrascht. Jedes Mal. Ach, du liebe Zeit. Da rede ich mal wieder nur übers Fernsehen. Tut mir leid. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Dankeschön, liebe Melinda. Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich weiß, wir müssen zu Harveys. Wir haben Nacht. Und da ist Essen drin. Die haben uns Essen gelieferandot. Akademie ADSH 102.000 nur Auer. Fienchen. Na gut, hat uns auch noch was geschickt. Ja gut. Ist jetzt nicht so was Krasses. Glühwürmchen. Wir haben noch kein Glühwürmchen. Ich muss es fangen. Oh, scheiße. Nein, nicht aufs Wasser. Komm zurück. Ja! Ein Leuchtkäfer, kein Glühwürmchen, ein Leuchtkäfer. Tut mir leid. So, wir haben letzte Folge übrigens noch was freigeschaltet. Haben wir irgendwie so, ich habe so ein bisschen übersehen, tut mir leid. Kaffee-Taubenschlag. 20 Mal. Kaffee schlürfen, wie ein Profi. So, weitere 10 Mal. Und das nächste. So, wir haben 21 Uhr. Oh, ist vielleicht ein bisschen gelogen, weil vielleicht haben wir erst Anfang Mai. Und wir sind hier schon ein bisschen weiter und ich sehe was, was du nicht siehst und das möchte mich stechen und leck mich. Ich hab dich erwischt, Mücke. Oho, eine Mücke. Geht wieder gut los. So. Okay, jetzt können wir mal testen, wie viel der wert ist. Noch ein Leuchtkäfer. Sind vielleicht doch gar nicht so selten, wie ich dachte. Na, ein Autoreifen. Alter, wer schmeißt denn Autoreifen da rein, Mann? Ehrlich, kann doch nicht wahr sein. Keine Muscheln sammeln, außer sie sind blau. Lass mal halt auch mal aus. Aber da hat sich Müll gesammelt im Garten. Wollen wir natürlich nicht. Ja, wir müssen glaube ich trotzdem mit dir reden. Hallo Fienchen. Du hast öfters aufgefallen, dass die Eule fehlt. Verkaufen können. So. Neue Farbe hatten wir gestern noch nicht. Gestern hatten wir blau, heute einmal rot. Interesting. Auch die Vatertagsschürze schaut wesentlich cooler aus. Können wir uns mal schicken lassen, komm. Gerade was im Auge. Unschön. So. Oh, das brennt ordentlich, ja? Halleluja.
Nachdem es gestern geregnet hat, haben wir jetzt vielen Blumenüberschuss. Oh, warte mal kurz. Eieieiei. Wenn beide Augen trennen, ist das ein Auge zu viel. Der hat eine Tiefen. Der ist tiefenentspannt. Das ist jetzt auch nicht der Unten. Ich dachte, unten ist der andere. Ah, guck mal an, was sich da hinten versteckt. So. Mal schauen, ob sie den Hai anziehen lässt. Ah ne, machen wir mal anders. Machen wir eine eigene Folge dann. Müssen wir davor einen Tag mal Muscheln sammeln gehen. Nachdem es geregnet hat, haben wir natürlich viele Blumen, die sich, ich nenne es mal, fortgepflanzt. Wir haben Lila. So viele Blumen haben hier. Was wir noch mitnehmen können. Von überschüssigen Blumen.
nicht sein, Alter. Ja, müssen wir gleich wieder rausnehmen. So, nachdem wir gelb haben. Und lila gerade dazu kommt. Perfekt, das heißt, es fehlt nur noch grün. So, einen haben wir noch frei. Und dann nehmen wir dich mit. Wir heben uns das Unkraut für morgen auf. Leg das nochmal dahin. Pflanzen. Da hinten war nichts, gell? Ja, hier passt. Nehmen wir die weiße Rose mit, weil das sind die Blumen, die wir eh noch verteilen. Da noch eine Orange pflanzen. Vielleicht haben wir dann mehr Glück, wenn wir einfach noch mal eins dazu gießen müssen. Das zweite Unkraut ab. Das können wir morgen wieder mitnehmen. Das ist kein Beinbruch. Nur, dass jetzt irgendwann unsere Gießkanne auch kaputt gehen wird. Was wir mal kurz schauen müssen. Größeren Themen. Lila hat 25% Chance auf Grün, während Gelb nur eine 6,25% Chance hat, aber 25% Chance auf Lila. Also das ist okay, wenn wir dann jetzt nur auf Lila machen und dann schauen, dass wir das Grüne vollkriegen. Das ist vollkommen in Ordnung in meinen Augen. So, und dann laufen wir jetzt mal ganz kurz schnurstracks vorbei, denn wir haben hier gar keine Pflanze, die hier raus muss. Lass uns den restlichen mal kurz ganz schnell verkaufen. Das ist immer das Blöde bei Regentagen, dass danach halt so komplett alles zugewuchert ist, dass du schon gar nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Zeit für Rüben. Hier, nehmt mal den ganzen Schotter. Genau, das ist alles Schotter. Nehmt mal.
Boah. Okay, das ist geil. Okay, das ist geil. 15.000. Nice. Okay, cool. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal essen. Jawohl. Mal schauen, was das Kleine ist. Okay, eine Kaulquappe. Ah, den hat man fast nicht gesehen. Verpiss dich. Richtig. Da liegt was zum Ausbuddeln bereit. Okay, also die Leuchtkäfer sind echt zu Massen unterwegs. Oh, wir hatten zwischenzeitlich wohl mal wieder 5 Sterne. Kann das sein? Aber sonst würde kein zweites Maiglöckchen auftauchen. Kann man verkaufen. Geilen Käfer da unten. Chrysanthemen haben wir hier. Schon haben wir noch wohl noch ein Gyroiden auf Lager. So sieht's aus. Ein Sprenguid. Kann man morgen gleich mitnehmen. So, wir haben alle Fossilien gefunden. Das heißt, wir können jetzt hier noch hinten nochmal fischen gehen. Sag mal. Du kleiner Asifisch, ohne Witz. Na, Karpfen haben wir schon. Ist
dann nicht so spannend, wenn wir schon haben. So, dann kann man uns jetzt um die Pflanzen kümmern, die wir noch haben. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem anderen Maiglöckchen hin möchte. Oh, warte mal. Ist die vielleicht rosa? Ja, ist sie. Na gut, dann sind wir hier fertig. Mit Weiß und... mit Weiß und Rot. So, müssen wir uns mal schauen, was wir mit Chrysanthemen machen können. Chrysanthemen sind es gar nicht, das sind Dinge. Ach, wer sind sie, wir zinten. Rosa bringt uns auch nicht weiter, es bringt uns nur noch Orange weiter. Rosa bringt uns auch nicht weiter, es bringt uns nur noch Orange weiter. Wundervoll. Orange muss uns Blau mit Stern geben. Wenn wir das schaffen. Das ist wie bei den Tulpen unten. Das ist zwar, oder? Und bei den Chrysanthemen. Das ist jetzt warten, bis wir hier die andere Farbe haben. Blau mit Stern in dem Fall. Wenn wir Blau mit Stern haben, können wir Lila züchten. Ne, was soll's? Ne, Grün. Grün, was gibt's? Grün? Ne. Ich weiß nicht, was war. So, das ist auch nichts. Ne, das ist nichts mehr. Oh, da ist ein Hai. Oh, da ist ein Hai. Oh, da ist ein Hai. Viel cooler wird's heute nicht mehr. Boah, das ist ein weißer Hai! Ja! Ein Hai! Oh, ne, ein Haiklaffang. Es ist kein weißer Hai. Es ist ein Hai. Das ist ein Hai. Aber es ist ein Hai. Uiuiuiuiuiuiui. Jau. Siehst du? Deswegen mag ich das Game. Wenn man nichts erwartet, bam, kriegt man alles. So. Kirschkleid, das haben wir noch nicht. Dann können wir erstmal wieder eine Tulpe einsacken. Das machen wir natürlich. Wow, wieder super kurze Folge heute natürlich. Ich habe vorhin festgestellt, es ist natürlich cool, es ist gut, dass wir die Lilane haben. Problem ist nur, dass das natürlich schwer ist dann für die orangenen Tulpen die zweite Farbe hinzukriegen. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir dabei mal die Lilane hier raussetzen, sodass praktisch die zwei volle Chance haben, dass sie sich auf diese zwei Punkte oder drei Punkte, vier Punkte, die es hat, dass ich, jawohl, das ist doch perfekt, schau mal, und jetzt geht so perfekt die Gießkanne kaputt, dass wir uns gleich morgen eine neue bauen können, ist doch wirklich klasse. So, 1000 Sterni-Sack. Das machen wir gleich mal anders. Na, blaue Muschel. Okay. Kann man behalten, den Hai nicht. Die Gyroiden kann man behalten. Ich wollte gerade sagen, das kommt alles weg. Die Tulpe können wir auch mal behalten. Sagen Tulpe und Maiglöckchen. Ihr könnt deutlich weniger verkaufen, als ich dachte.
Aber ist kein Problem. Wir kriegen alles hin. Wir kriegen alles hin, so wie es sein soll. Das war's. Danke dir. War ein guter Tag heute. Wir haben einen fucking Hai erwischt. Oh ja, bitte mit Haubenmilch. Danke. So. Es funktioniert super mit den kurz gehaltenen Folgen, wie ihr seht. Weltklasse. Danke. So, ich mache unser Auto voll. Das ist voll cool irgendwie. Es passt so farblich nicht hundertprozentig zusammen, weil die Grüntöne noch minimal verschieden sind. Und trotzdem finde ich es urnice. Na, was kriegen wir? Eine Kaffeepflanze. Ui. Danke. Also wir müssen bekommen Kaffee, Kaffeepflanze. Wir müssen eigentlich so ein eigenes Eck nur mit Kofi machen. Langsam habe ich so das Gefühl. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Die Maiglöckchen haben wir auch gerade was einfallen lassen. Das seht ihr dann morgen. So. Dich. Das. So. Ja, wir haben es, glaube ich, jetzt Zeug gerade verkauft. Es kam gerade noch ein wichtiger Anruf rein. Warte mal, das haben wir jetzt gerade verkauft, gell? Ja, haben wir verkauft. Gut, passt. Da haben wir nichts, was wir brauchen. Da auch nicht. Ja, nee. Nee. So, was haben wir jetzt da noch bekommen gerade? Das Übliche wahrscheinlich. Ja. Da noch irgendwas? Mich würde interessieren, was hier die Dinger sind, die da noch frei sind. Und ob das DLC-Content, das kann natürlich sein. Wobei eigentlich nicht, weil wenn das DLC-Content nicht aktiviert ist, kann es ja schlecht bei uns im Game hinterlegt sein praktisch. Aber ja, müssen wir mal schauen. So. Nachdem mir jetzt da so eine gute Idee kam mit Kofi, werden wir das ein bisschen anders machen. Müssen wir mal gucken. So. Dann haben wir hier noch zwei Speisen, die wir noch... Stopp. Die wir noch mit reinnehmen müssen. Machen wir das mal. Für Kofis Bild steht das Ding, ja. Warte mal kurz. Das können wir aber, das sollte kein Problem sein. Genau, dass wir hier die Kaffeepflanze noch dazu stellen. Nice.
Ich mag Kofis Geschenke. Genau, jetzt pass auf. Das muss man behalten. Sommermuschel ins Lager. Können Sie die Gießkanne hier auch schnell bauen? Drachenboot, Zongchi ins Lager. Ins Lager. Berliner Teller ins Lager. Was haben wir jetzt hier noch? Espresso-Kanne, Tasse mit Untertasse. Behalten wir mal. Sprongweed und Maiglöckchen. Da weiß ich, wo ich die haben will. Dies lassen wir mal drin, beziehungsweise ins Lager. Da müssen wir mal schauen, dass wir das alles mit Kofi dann auch mit dem Keks machen vielleicht. Weil wir haben ja diesen Keks bekommen von Kofi. Ah, können wir nur in der Küche nachschauen, okay. Gut, verstehe ich. Das, was ich jetzt aber machen wollte, ist Gießkanne basteln. So, weitermachen. So, für das, dass ich so wenig Zeit habe eigentlich für die Folgen, sind sie irgendwie kaum kürzer als sonst auch. So, Gießkanne, genau, können wir gleich mal einordnen. Dann haben wir alles. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sagt Ciao und V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.